Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ihr seht, es ist saumäßig neblig, aber ja, es geht heute trotzdem an die Bude. Ich glaube, Voodoo Tour 28 sind wir jetzt und ich würde sagen, wir sehen uns am Wasser wieder. Ja, und da sind wir auch schon auf dem Weg zur Wuhle. Heute wieder leichte Pose und Teig. Also der Klassiker bei mir. Die dichte Suppe hat sich so lange verzogen. Ja, und dann schauen wir mal, ob sich jetzt bei, glaube ich, 3 bis 4 Grad ein paar schöne Rote anfangen lassen. Wir sehen uns am Wasser. So, und da sind wir schon. Wir fangen wie immer an der Brücke an. Boah, relativ ruhig, also es ist auf jeden Fall nicht so windig, wie es sonst ab und zu mal ist. Kleine Teigkugel. Und erster Wurf. Dann bin ich mal gespannt. So, da haben wir auch schon den ersten Biss. Erster Wurf, erster Biss. Jo, hängt. Oh, das ist was. Das ist eine schöne Plötze. Mal sehen, kriegen wir. Boah. Geil. Also für das Gewässer, ihr wisst, ich habe große Hände. Für das Gewässer, grandioser Fisch. Echt schick. Also ihr seht, erster Wurf, erster Fisch, es läuft erstmal. Entschneider bin ich schon nach den ersten paar Minuten. Nächste kleine Teigkugel dran. Und dann darf die jetzt auch raus. Rausgependelt werden. Und dann schauen wir mal, wann der nächste Fisch kommt. So, zweiter Wurf, Freunde. Wirklich zweiter Wurf. Und da ist auch schon der nächste Biss. Aber die Fische sind definitiv aktiv. Ich glaube, ich werde da nachher, beziehungsweise gleich auch mal hier runter gehen und dann so von da drüben angeln. So wie das letzte Mal. Da komme ich nämlich einen Ticken besser an die Fische ran. Oh, nächster Zupfer. Ja, nächster Fisch. Nächster Live-Biss. Die Rotaugen werden größer, also insgesamt von der Größe. Gut. Quick Release. Aber ich habe ihn noch berührt. So. Jetzt checken wir natürlich auch wieder die Stelle ab, die sonst immer so viele Fische gebracht hat. Die letzten beiden waren da gar nichts. Tote Brasse ist auch weg. Wird sich wahrscheinlich irgendein Sheikh Kormoran oder so geholt haben. Ich glaube, man hat das nicht gesehen. Ich habe, glaube ich, zu spät angemacht. War reingeworfen und direkt ein Biss. So, dann schauen wir mal, ob es wieder funktioniert. Ich wollte eigentlich gerade ein bisschen die Umgebung aufnehmen. Aber ja. Zack. Dann schauen wir mal. Da waren zumindest wieder Zupfer. Die nächsten Zupfer. Ja,
Live-Biss. Live-Biss. Sehr schick. Kleines süßes Rotauge. So, dann haben wir den nächsten Biss. Jo, hängt. So, Freunde, da haben wir einen Biss. Beziehungsweise Zupfer. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Ja, Freunde, das soll es auch für heute gewesen sein mit der Wulu-Tour 28, glaube ich, ist es. Ja. Diskutieren wir weiter. Hast dich jetzt beruhigt? Ich habe meinen Kaffee getrunken, beruhigt habe ich mich jetzt nicht, aber jetzt wird weiter diskutiert. Lief ganz gut, ordentlich gefangen. Große Rotaugen, wie gesagt, mit meiner leichten Montage. An der UL-Route leichte Pose und halt so relativ einfach gehalten. Funktioniert das ja auch immer wieder gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich natürlich freuen und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dahin, euer AnglerTV.